Okay, wir sind in Düst. Hallo, wo ist denn der Drachenritter? Er kommt da auch bald wieder, oder? Woher wisst ihr von Richard? Richard ist also auch fort. Er war ein ehrenbarer Drachenritter. Das Schwert war sein ganzer Stolz und der Stolz sein Leben. Okay. Warte mal, woher kennst du Richard? Ich dachte, dein Mann war der Letzte. Seitensprung gehabt und so. Wir werden aus Düst fortgehen und uns an einen anderen Ort niederlassen. Zu viele schmerzvolle Erinnerungen sind mit diesem Ort verbunden. Oh. Jetzt kriegen wir auch das Schwert Excalibur. Ich danke euch aus tiefstem Herzen für die Rettung des Dracheneis und dass ihr mir die Möglichkeit gabt, einen alten Freund zu sprechen. Nehmt den wertvollsten Schatz des Drachenordens entgegen, Excalibur. Jetzt, wo Richard nicht mehr ist, gebührt das Schwert euch. Excalibur halten. Die sind jetzt weg und den sehen wir in Final Fantasy 4 wieder. Kane! Glaub ich mal. Ich glaube, das ist auch die Verbindung zu dem Spiel, würde ich mal sagen. Richard macht sehr heftigen Schaden, würde ich mal sagen. Warte mal, wenn das so ist. So. Dann ist der Schaden noch mächtiger. Okay, jetzt müssen wir zur Jade-Passage. Wo war wieder Mysidia? Okay, wir sehen uns da drüben. Okay, es geht weiter. Ich bin hier. Hier ist die Jade-Passage. Yep, Jade-Passage. Wir sind da. Zum letzten Dungeon in diesem verfickten Spiel nochmal. Okay, das haben wir dann auch. Ferion ist ein schwacher Charakter, aber das soll man auch erwarten von einem Dunkelritter, der nichts drauf hat. Höllenfeuer. Morbol-König. Hier sind die gestärksten Gegner im Spiel. In dieser Passage. Sehen wir mal, wie ich die alle jetzt schlagen werde. Ich glaube, ich lese mir gleich mal, also ich mache gleich noch einen kurzen Cut und lese mir mal durch, was für Schätze ich hier finde. Ich habe bisher alles 100% gezeigt. Das ist auch gut. Okay, ein kurzer Cut. Okay, ich habe nachgelesen. Es gibt... Okay, ich dachte erst kurz für einen Moment. Ich glaube, der Königsmobil hat ihn zu einem Wicht gemacht für eine kurze Zeit. Ah, hier. Diamantkeule. Abisswurm. Solche Monster habe ich bisher nicht einmal gesehen im Spiel. Seht euch diesen Schaden an. Ist das nicht heftig? Tornado-Stufe. Was für Tornado? Tornado gibt es als Zauber hier? Okay. Ach ja, ich war noch kurz wieder draußen, hab mir 99 Ether, 99 High Potions gekauft. Für alle Fälle kann man ja nie wissen, wann man die braucht im Spiel. Schadet ja nie, immer ein bisschen vorbereitet zu sein. Ah, Abisswurm. Okay, komm jetzt. Ich will diesen Teil auch endlich fertig bekommen. Da kann ich mit 4 weitermachen. Auf den Teil freue ich mich und 5 auch und 6 auch. Weil 5 und 6 und 4 habe ich nie komplett durchgezockt. Ich weiß sowieso, was in 5 und 6 los ist, aber... Salamander. Das ist nicht Natsu. Flammenstufe 16.
Okay. Okay, er ist tot. Leon ist tot, aber was soll ich... Wieso? Aber ich verstehe nicht, warum die Entwickler den Charakter erst am Ende uns gegeben haben. Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Sie hätten ihn uns aber am Anfang geben können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Aber nein. Nein, ihr müsst ihn erst am Ende bekommen. Na ja, am Ende, ja. Wo ihr alle schon so 9099 HP habt, ja, da könnt ihr ihn gut gebrauchen. Zum Glück macht er auch viel Schaden. Sonst wäre ein sinnloser Charakter für mich. Ein wirklich sinnloser Charakter. Bitte greif ihn nicht an. Wieso greifst du ihn an? Okay, sehen wir mal, wie viel Monster in der Monsterfieber eigentlich schon haben. 61%. Geht ja. Engel. Du musst schön auf deinen Bruder aufpassen, Maria. Er ist ein Schwachmatt von einem Schwachkopf. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Megaparasit und Eisechse. Oh, okay. Angriff. Okay. Ist Schneesturm Level Stufe 16. Okay. Ich muss kurz was nachgucken, also beeilt euch mal, bitte. Aura Stufe 9. Beile Stufe 9. Und Beam Stufe 7. Ich hoffe mal, er stirbt jetzt irgendeiner von denen. Ja, zwei Stück. Angriff, 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 Angriff. Der Beam Sauber ist sehr effektiv. Bitte mach keinen Schneesturm Level 16. Okay, der ist tot. Und wenn ich mich gebufft habe, der Schaden ist extrem. Wirklich extrem. Wartet kurz, aber wart erstmal raus. Kauchi, wer hat gerade die Tür aufgemacht? Jemand hat die Tür aufgemacht, oder nicht? Achso. Okay, geklärt. Dann auch geklärt, okay. Ach, verdammte Scheiße nochmal. Wieso sind die Gegner so stark hier? Aber es kommt ja davon, wenn ich keine Waffe trage. Außer nur meinen bloßen Fäusten. Okay, dann haben wir das auch. Ach ja, das ist nicht das letzte, der letzte Dungeon. Leon ist gestorben. Gegen Königsmorbols. Er hat sich selbst angegriffen, der Vollpfosten. Vita. Speichern, okay. Ey, diese Vampirschlappen sind auch noch hier. Katzenkralle. Feuer, vielleicht. Da versuche ich noch mit Beam ihn noch irgendwie zu töten. Dann Dumas Barriere auf uns, Dumas Angriff auf ihn. Beam Stufe 6, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, es hat funktioniert. Gut so, Glück muss der Mensch auch haben. Glück muss der Mensch auch haben, sonst wäre das Leben kacke. Wie viel Ether habe ich noch? Ordnen. 99 habe ich noch. So, 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 so. Zum Glück habe ich die Ether geholt, sonst hätte ich ja ein Riesenproblem, musste dann extra wieder rausgehen und alles Mögliche und den Dampum. Okay, das haben wir dann auch erledigt. Ich hasse die Entwickler dafür, dass sie
dass sich leeren Räume gemacht haben, ohne Sinn und Existenzgrund. Wieso sollten diese Räume eigentlich existieren? Sollen das die Spieler irgendwie aufregen oder warum? Vita, so. Okay, dann haben wir das auch. Haben wir dann auch. Sphinx. Flammenstufe 16. Sehen wir mal, was die Sphinx kann. Ich glaube, ich mache auch kurz einen kleinen Cut, um zu sehen, ob ich alle Schätze bisher geholt habe. Ich will nicht im letzten Dungeon jetzt ein paar Schätze vergessen, wenn ich in allen Dungeons alle geholt habe. Außer in einem, im Flugschiff, also in Zerstörer, habe ich ja nicht die Schlummerklinge geholt. Aber ist auch nicht so schlimm. Das war nur noch eine Schlummerklinge, hallo? Okay, ich habe bisher alles richtig gemacht. Die Tür ist nichts drin, habe ich gelesen. Ah. Ether, brauchen wir mal kurz. Okay, wie viel Leben? Heilen wir dich auf 7000, bei dir 8000. Speichern, okay, dann haben wir das auch. Ein Behemoth? Warte mal, ich habe da eine Idee. Wenn das klappt, dann freue ich mich. Angriff, Angriff, Angriff. Hm. Der macht sehr viel Schaden. Beamstufe 7. Bitte. Ja, es hat geklappt. Gut, dass ich Beam gelevelt habe. Wenn nicht, dann hätte ich so große Probleme hier gehabt. Vita. Und speichern. Dann haben wir das auch. Ach, wieso ficken die alle immer mein Leon? Okay, ich kann es auch verstehen. Hm, er hat ein süßes Gesicht. Oh, Grünteufel ist da. Ich hoffe, er kann keinen verwirren. Okay, er macht erbärmlichen Schaden. Und seht euch Leon an, er ist geschrumpft. Wieso? Keine Ahnung. Vielleicht hat er seine Fruchtzweige nicht richtig getrunken. Feuerstufe 16. Dün, dün, dün. Erbärmliche Kreatur. Ah, Grubenteufel. Yep. Und hinter dem Wasserfall ist ein Laden, wo man Magie kaufen kann. Wie Flair, Hast, Berserk, Exitus. Flair kaufe ich einfach mal und das war's mit dem Laden. Welche Tür war das wieder nochmal? Die hier, oder? Ja, die. Okay. Judas-san. Drachenrüstung, Heiligenlanze und Eigeschild. Rüsten wir ihn das mal aus. Irgendwas? Diamantkeule. Heiligenlanze. Okay, dann haben wir das auch alles. Ach, was mache ich da, verdammte Scheiße, nochmal. So. Raus mit uns. Der Ausgang ist... Roter Dache sein,
Seine Schwäche ist Gift. Ich hoffe, das war Gift, als ich das gelesen habe. Stand da Gift. Toxicum. Okay, das war nicht Gift. Ah, Eis war es. Eis. Eis war seine Schwäche. Vielleicht stirbt er auch jetzt. Nein. Eis. Und nochmal Eis und Angriff, Angriff. Schum. Und er ist tot. Was, er lebt noch? Dün, dün, dün. Und jetzt? Wie zur Hölle, du lebst noch. Achso, er hat ja 5000 LP. Angriff. Richtige epische Musik im Hintergrund. Ah, komm. Ach, leck mich doch, wenn er so wenig hatte. Yep. Yep. Okay, dann haben wir das auch. Okay, dann haben wir das auch. Hier ist der Ausgang, so gesagt. Ich habe jetzt alles geholt, was man hier holen konnte. Also alles Wichtige, so gesagt. Die unwichtigen Dinge hätte ich eigentlich auch auslassen können. Okay, Speicher und so. Okay. Ach, jetzt kommt das wieder mit den Items. Wartet mal. Okay, ich weiß, was da drin ist. Da ist ein High Potion drin. Mann, ich bin gleich beim letzten Dungeon, aber richtigen Dungeon. Okay, dann haben wir das auch. Das haben wir auch. Elixier. Okay, so. So und so. Gleich. Okay, gleich bin ich beim Teleporter. Okay, komm jetzt, ich hab keinen Bock mehr. Das führt mich zum Pandemonium. Das ist also das Schloss der Unterwelt. Das Pandemonium. Wieso kann ich mich nicht heilen? Das ist kacke. Okay, Pandemonium. Mantis Dämon. Zum Glück habe ich nochmal eine Cola hier. Ach komm, greif mich an. Ach, er greift noch Firin an. Ach, Cola ohne Zucker, es schmeckt auch gut. Ja, das ist meine Cola. Ach. Bist du tot? Nein? Okay. Ach, ich habe noch einen. Eigentlich nicht mal so langen Weg. Ich könnte einfach schnurstrack dahin gehen. Aber die Musik hier ist richtig geil. Todesritter. Was zur Hölle? Scheiße, Mann. Wieso hat der Bastard bei mir... Wieso hat er so viel Schaden bei mir gemacht, der Bastard?
Scheiße. Ja, fertig. Engel. So. Benutzen High Potion. Warum extra HP verschwenden, wenn ich das hier machen kann? Speichern und so. Okay, da habe ich das auch. Okay, alles ist bisher gut. Mann. Ich hab keinen Bock auf diesen. Okay. Mithril Golem. Ich weiß nicht, was seine Schwäche ist. Da steht auch nichts von ihm. In der Komplettlösung. Ich hoffe aber mal, dass Beam jetzt effektiv ist. Nein, ist es nicht effektiv. Angriff. Was ist seine Schwäche, verdammte Scheiße nochmal? Vielleicht Blitz? Sehen wir mal. 41. Ja, es ist Blitz. Ach, Husten ist scheiße. Okay, dann haben wir das auch. Okay, gut. Ich verstehe diese Bastarde nicht. Wieso können diese Todesritter so viel Schaden bei mir machen? Die Todesritter etwas machen konnten, habe ich die noch umgebracht. Okay, das haben wir dann auch. Stock 2. Es gibt insgesamt 4 Stockwerke. Qual, okay. Sehen wir mal, ob das jetzt... Ja, diese Gegner sind schwach, gut. Ich habe echt keinen Bock auf Todesritter. Die sind so genauso schlimm wie diese Vampirschlampen. Okay, hat hier 2000 oder so. Elixier. Kampf hat lange gedauert. Ach, Mann. Okay. Wer hat denn Bock auf so eine Kacke dann? Ja, es geht weiter. Nachdem ich... Also ich bin... im Kampf gestorben, weil mich ein paar Ordensritter hochgenommen haben. Ich sag einfach dazu, mich ein paar Ordensritter mich richtig hochgenommen haben. Und diesmal waren es Mithril-Golems. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Es bringt mir gar nichts, dass ich so viel gelevelt habe. Ach ja, es sind jetzt 4 Türen, die wir gehen können. Barbar. Und alle führen uns zu einem. Okay. Alle führen uns zu einem Schatz. Das ist das Gute, ja. Eine davon. Warte, die zweite von rechts. Ja, die zweite von rechts. Okay, ist mir klar dann.
Die führen alle zu einem, also außer die da, die führt zum Endgegner. Leon, hör auf, einmal abzukratzen. Irgendwann regt es mich auf. Du nervst langsam wie Layla. Du siehst auch ein bisschen aus wie Layla. Ihr werdet gut zusammenpassen. Zwei Bastarde. Oh. Genji-Fäustling gehalten. Ein unerwarteter Kampf. Zombie-Borgen. Dieser Zombie-Borgen hat nichts drauf. Steht auch in der Komplettlösung. Also Angriff, 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 Angriff. Warte mal. Nein. Wenn er ein Zombie ist, dann muss er eigentlich schnell sterben. Okay, dann haben wir den ersten Schatz auch schon. Genji-Fäustlinge. Vita, Stufe 14. Und er ist tot. Okay, wir sehen uns draußen wieder. Okay, hier geht's weiter. Hier muss der Gegner Belzebub drin sein oder so. Genji Helm. Tiamat. Ich habe dich in etwa jetzt besiegt und dann werde ich dich auch jetzt besiegen. Du elendes Stück Scheiße von einem Monster. Okay, irgendwie helfen meine unbewaffneten Waffen nicht. Okay, dann mache ich einfach mal so. Erstmal alles buffen und dann Angriff. Blitzschlag Stufe 16. Okay, hat nichts gebracht, ist gut auch so. Ich muss mich gleich noch weiter buffen, danach töte ich diesen Tiamat. Er hat 5000 HP. Alle getroffen, gut. Angriff, 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 Angriff. Giftnebel. Oh, Giftnebel. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier schon aufnehme, wegen dieser Kacke hier. Okay, er ist auch bald tot. Okay. Wie schon gesagt, er hat 5000. Okay, dann buff ich mich. Ich buff mich noch einmal, dann Angriff. Flammenstufe 16. Danach kommt der letzte Gegner und danach kommt noch der letzte Boss, der Imperator. Aber den, für den brauche ich einen extra Part. So. Angriff, 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 Angriff. Giftnebel Stufe 16, okay. Der sollte eigentlich bald gestorben sein. Okay. Er ist tot. Elixier. Wir sehen uns draußen wieder. Okay, weiter geht's. Okay. Belzebub. Er ist so gleich wie Tiamat, deswegen Angriff. Aber erstmal buffen. Aber wie sieht Belzebub aus wie ein Käfer? Ich verstehe es nicht. Aber egal, ich akzeptiere einfach das, wie er aussieht. Mann. Angriff, 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 Angriff. Okay, er macht nicht so viel Schaden, aber ich hätte mich lieber davor heilen sollen. Er hat doch 5000 LP. Angriff.
Okay, Ferien darf jetzt nicht sterben. Okay. Barriere auf alle. Dann Angriff, Angriff. Okay, gut, dass du sie angreifst. Guter Schaden. Okay, und Angriff, 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 Angriff. Aber ich glaube, ich werde beim Endboss ein bisschen Schwierigkeiten haben. Wenn ich jetzt schon bei denen solche Schwierigkeiten habe, also bei solchen Bossen. Angriff, 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 Angriff. Ja, oh scheiße, ganze Magie ist weg. Okay, hat nicht getroffen, aber er ist tot. Okay, unbewaffnete Stufe ist gestiegen. Genji Helm in einer Ich gebe ihm das mal. So, und Genji Fäustlinge. Und Vita. Wir sehen uns draußen wieder. Okay, hier geht's weiter zum Boss. Okay. Fenrir. Warte, so hieß es nicht das, hieß nicht so das Schwert von Sephiroth. Fluch Stufe 8. Ach, ich werde heute mit dem Projekt, also ach nicht, ich werde sowieso damit jetzt nicht fertig, weil ich jetzt gerade den Hauptteil fertig habe. Den Bonusteil, der Bonusteil, das Bonusteil dauert, der Bonusteil dauert nicht so lange. Ich habe wieder Probleme mit der, die das. Wisst ihr das nur mit Kaya, ne? Der, die das. Der Bus, weil, warum denn? Weil er einen Schwanz hat, oder was? Glaube ich, so hieß der Witz. Wenn nicht, dann habe ich reingekackt. Pech gehabt. Und tot. Jetzt komm. Sei froh, dass du alle Genji-Rüstung hast, Leon. Aber kurz davor, ich, bevor ich die Truhe da öffne, muss ich kurz hier was machen. Also ihr wisst ja, wo noch die Kabine war, also der Raum war, wo der Zombie-Borgen war. Man kann doch noch nach Osten gehen. Also man kann nach Osten gehen, vom Borgens Raum aus. Und da findet man was Bestimmtes. Okay. Das. Eine verfickte Königs-Behemoth habe ich gefunden, aber egal. Masamune erhalten. Das stärkste Schwert im Spiel. Das stärkste Schwert habe ich jetzt. Jetzt kann der Wichser mal kommen. Okay, wir sehen uns bei der Truhe, die ich angeblich geöffnet haben soll. Hier ist die Truhe zu meinem Verderben. In dieser Truhe wartet ein Monster, das heißt Astroph, ein weibliches, männliches Etwas, das ich nicht besiegen kann. Ich habe es versucht. Man findet da eine Schleife, aber die Schleife kann ich auch bei Ordensritter bekommen oder Todesritter oder wie die alle heißen. Und ich habe keinen Bock dazu, das jetzt, diese Gefahr aufzusetzen, diese verfickte Truhe zu öffnen. Wenn ich die einmal öffne, ich bin tot. Das Monster fickt mich, macht immer 6000 Schaden und damit heilt sich das auch noch. Ich schaffe es nicht, also ich lasse es auch. Wenn ihr das Monster sehen wollt, gebt es bei Google ein. Ihr könnt es dann finden oder bei YouTube. Ich bin ja ein bisschen dämlich. Warte mal. Excalibur, Excalibur, Excalibur. Das muss irgendwo da unten sein. So, jetzt macht er mehr Schaden. Okay, jetzt kommen wir zum Teleporter. Also, ich mach dieses Monster nicht. Das ist einfach ein dummes, verficktes Monster. Ich verstehe das auch nicht. Wie sowas existieren kann. Okay.
Okay. Ach ja, ich habe ja diese Dinge hier bekommen. Stein, der die Idee maximiert, besitzt den nicht. Fake. Achso, okay. Hier befinden, weil ich will. Okay. Da sein beim Boss. Oder immer noch nicht? Höllenfeuer. Okay, das haben wir dann auch. Okay. Es war südwestlichen. Oder südöstlichen? Südöstlichen. Also mal südöstlichen war das dann. Rüstung bekommen. Hey! Das ist der Teleporter zum Boss. Aller Bosse. Hier ist der Boss, Boss. Den bekämpfen wir im nächsten Part. Bis bald.